Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Chernobylite hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind immer noch auf der Außenmission. Ich möchte mal schnell gucken, haben wir irgendwas gegen Strahlung? Ich weiß nicht richtig, ich habe das Gefühl, irgendwie wir sind verstrahlt. Elektrikteile, Antistrahlungsmedizin. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir verstrahlt sind. Also irgendwie unten sieht es auch nicht gut aus. Die Gesundheit ist okay, die Psyche ist ein bisschen, glaube ich, nicht so ideal hier. Ja. Haben wir was für die Psyche? Alkohol wahrscheinlich am ehesten. Lieblingsgetränk eines jeden Stalkers erhält deine Stimmung und heilt die Psyche. Ja, dann verwenden wir doch mal so ein Teil. Mal ein Schlückchen aus der Pulle. Ja, und schon sieht es besser aus. Guck mal, da geht es massiv rauf. Okay, gut, und jetzt ist auch dieses grüne Zeug außenrum weg. Der gute Arnie hat noch einen Kommentar geschrieben, nämlich dahingehend, wenn er sich nicht täuscht, dann gibt es bei der Werkbank Dietriche, beziehungsweise dort kann man Dietriche herstellen, dann können wir überall endlich rein. Werden wir machen, oder beziehungsweise mal gucken, ob das wirklich stimmt. Ich gehe mal davon aus, wenn es der Arnie schreibt, wenn wir wieder an der Basis sind, oder in der Basis sind. Jetzt gehen wir erstmal hier diesen Markierungen nach. Was wäre am nächsten? 135 Meter. Ja, das ist irgendwie alles nicht schön hier. Aber es hätte mich auch gewundert, wenn hier irgendwas schön wäre. So, wir können auch mal ein bisschen schneller eigentlich. Ja, nimm das mal mit, die Pilze. Weil wir sind ja immer noch beim Lasergerät dran, weil der Kollege Oliver ein Radio möchte und. Das dauert alles ein bisschen. So, wo muss ich hin? Ich drehe mich mal wild in die Richtung. Hier ist nichts, sonst hätte es geleuchtet. Oder sonst würde es leuchten, das hört ja nicht plötzlich auf. Jetzt ist halt wieder die Frage, waren wir hier nicht schon? Also irgendwie, teilweise. Aber wir gehen einfach mal zu den Markierungen, hilft ja nichts. Ich nehme mal die Butze. Und zwar die große, für Nahkampf. Da ist nochmal was. Zack, Chemikalien. Jawohl, sehr schön, danke. Markierungen. 50 Meter in die Richtung ist was. Ja, ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Wobei, hier rumrennen ist wahrscheinlich schon auch nicht so das Ideale. Ja, wieder was ganz Verworrenes irgendwie. Eieiei. Gleich kommen die Geister. Ich hoffe mal nicht. Ich frage mich gerade, ob ich hier nicht eh auch schon war. Aber ich glaube nicht, weil die Markierung... Doch, aber irgendwie schon. Ach, da kommen wir nicht rein. Ja eben, das ist genau das. Ah, wie doof ist das denn? Ja, da müssen wir gucken. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Das ist wieder das Pfadfindergehen. Ne, weiter runter macht keinen Sinn. Das haben wir alles schon ausgetestet. Geht's hier raus? Oh Gott, Moment. Bevor ich mich jetzt völlig vertue. Doch, da ist doch die Treppe auf der Seite. Jetzt. So. Gut, dann können wir hier nämlich wieder ganz raus. Das bringt so nichts. Da müssen wir erst die Dietriche haben. Wir haben aber, wenn ich hier vielleicht noch rauskomme, jetzt, 204. Ja, 204 ist noch was. Gehen wir da mal hin. Renn jetzt trotzdem ein bisschen. Weil hier waren wir tatsächlich eigentlich schon. Ach, da haben wir nochmal Sachen, die aufpoppen. 120. Das wäre das nächste, beziehungsweise 110 Meter. Wird gespeichert. Ja, das ist wie gesagt immer ein gutes Indiz, wenn was passiert, oder das was passiert. Das Spiel speichert nicht einfach, weil es lustig ist. Oh, das sieht aber nicht gesund aus. Da sieht man es, 45 Meter. Allerdings, ob ich jetzt hier lang soll, wenn das hier so grün ist. Wir wechseln mal nochmal auf die Verteidigung. Da steht einer. Привет, уважаемый коллега. Я кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Умы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата.
Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. Okay, plaudere mit ihm, tausche Essensration gegen Ressourcen, tausche Essensration gegen Ausrüstung. G. Er ist Schlosser, kennt viele Leute, hat nützliche Fähigkeiten. Ja, aber Essensration tauschen ist, glaube ich, nicht allzu clever. Wir brauchen das Essen. Nur das limitieren wird Oliver böse, das ist auch nicht, was wir wollen. Wir plaudern mal. А что вы вообще тут делаете? Зона. Опасное место. Ну, наши секреты я раскрывать не буду, но, скажем так, в Припяти есть много бесхозных ценностей. Ага. Правда? Например? У тебя хорошая аура. Ты и сам все узнаешь. Аура хорошая. Ну ладно. Я тоже кое-кого ищу. Может, и брата твоего найду. Благодарю. Пусть удача улыбнется тебе и поможет в поисках. Er hat eine nette Art, sich auszudrücken. Okay, gut. Ich klicke mal. Ich möchte mal wissen, wie das vonstatten geht. Давай посмотрим, что у тебя есть. Okay, Essensration, Tasche 10, 6, gelagert 0,0. Erhalte 5 Elektronikteile für eine Essensration, 5 Kräuter, 5 Pilze. Wenn ich jetzt wüsste, wovon wir zu wenig haben. Ich mach mal das hier. Ich kann immer mehr Kräuter gebrauchen. Gut. Dann haben wir noch 9,6. Das reicht. Das würde ich jetzt aber hier... Geh zurück. Wohin? Machen wir Escape. Nee, das geht nicht. Ja, geh zurück ist einfach, dass wir wahrscheinlich jetzt gehen. Genau. Gut, ein netter Mensch, dieser Schlosser. Oh, wir kriegen noch Geschenke. Was habe ich gekriegt? Das ist leider irgendwie nie deutlich zu erkennen. Was haben wir denn jetzt Geschenke gekriegt? Wir müssen dann auch hier die Schrotflinte mal noch ein bisschen irgendwie pimpen. Dahingehend, dass das Teil vielleicht ein bisschen besser ist. Ja. Ich weiß leider nicht, was wir gekriegt haben. Man sieht das irgendwie nicht. Hier hinten ist wahrscheinlich nichts mehr. Oder komme ich hier rein? Schloss knacken. Ach, ich glaube, ich habe Dietriche gekriegt. Kann das sein? Weil plötzlich kann ich das Schloss knacken. Wo wäre das denn? Wo würden wir die denn sehen? Wo würden wir die denn sehen? Keramik. Da, Dietriche. Tatsächlich, mit ein wenig Geschick lassen sich mit diesem Werkzeug Schlösser einfacher Bauart öffnen. Wie gut ist das denn? Aber möchte ich jetzt hier rein? Ich glaube, ja. Zappenduster. Man sieht die Hand. Oh, nein, nein. Habe ich mich jetzt mit was angesteckt? Come on. Ja, da ist... Das Schild ist runtergegangen. Ach Gott, was ist das denn? Wenn wir noch kein Licht haben, dann... Nee, nee, das lassen wir mal bleiben. Das lassen wir ganz schön bleiben. Kann ich hier weg? Ich hänge irgendwie fest. Ach, ich komme dann nicht mehr hier raus. Sehe ich das richtig? Ich muss da rein. Ja, ich komme hier nicht mehr zurück. Na Halleluja, aber da drin holen wir uns ja den Tod und ich weiß nicht, was ich mir da geholt habe. Doch, jetzt geht's wieder. Irgendwie bin ich hier hängen geblieben. Kannst du mir erklären, was da drin ist, Kollege? Уважаемый коллега. Wir versuchen es mal nochmal mit Plaudern. Ja, das hatten wir schon. Okay, aber was ist da hinten, was mich da so verletzt? Jo, jo, ist okay. Wir gehen. Wir gehen zur nächsten Markierung. Okay, also das ist mir hier zu gespenstisch. Wenn wir uns da dermaßen verletzen bei... Ja, nö, ah ne, Shield haben wir verloren. Nicht mal Gesundheit. Wie kriege ich das Shield wieder heile? Ja, benötigt Metallplatte, das ist klar. Ne, nicht entfernen, das möchte ich nicht. Oh, das ist ja ärgerlich. Da geht man irgendwie mal irgendwo rein und kommt wieder völlig beschädigt raus. Come on. Das ist nur eine Puppe zum Glück. Hier komme ich nicht lang. Machen wir mal die 70 Meter hier. Nochmal ein paar Kräuter, das ist natürlich immer gut. 40 Meter. Komme ich hier hoch? Nee, das geht nicht. Gehen wir außen rum. Ach. Aha. 30 Meter, 28. Nicht, dass jetzt unser Schild wieder flöten geht. Wegen irgendwas, was ich dann nicht erkenne.
Jetzt aber doch noch ein paar nützliche Sachen. Das ist natürlich gut. Ihre Geräusche. Okay, ich bleibe im Schatten. Danke, Tatja. Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Aber eben, wir haben nochmal einen Hinweis gekriegt sozusagen von Tatjana. Bleib im Schatten. So ganz sauber ist das hier offensichtlich doch nicht. Wir gehen mal zu diesem 70 Meter entfernten Ding. Oh, Pilzchen, jawohl, danke schön. Da, 40. 25, wir kommen näher. Was ist das? Das sah halt ein bisschen aus wie ein Mensch hier. Das ist nur ein Baumstamm. Oh, aber das ist ja halt wieder eher gefährlich. Ja, man sieht's. Da schlägt die Radioaktivität zu. Hier waren wir schon. Ja, mit dem haben wir schon gesprochen. Und dann haben wir dahinter 50 Meter und hier 100 Meter. Gehen wir in die Richtung. Wenn es irgendwie geht, da ist Stacheldraht. Und aber durch. So, ich denke, man kann schon das Ganze auch ein bisschen mit Rennen machen ab und zu. Die Gefahr ist halt, dass man irgendwas übersieht. Oder dass man voll in die Feinde reinrennt. Aha, da haben wir doch was gefunden. Guck mal einer an. Chemikalien, gerne. Hier liegt ja massenhaft Zeugs. Sehr gut. Das war wichtig und gut, dass wir hierher gekommen sind. Da ist noch was. Ein Schützengraben. Oder wieder ein Eingang. Das kann ich so nicht mitnehmen. Moment. Ah, jetzt. Muss ich hier rein? Ich gehe wieder raus. Mir gefällt es nicht. Am Schluss geht wieder die Rüstung runter. Jetzt haben wir hier aber, glaube ich, alles gefunden. Wir haben aber nochmal massig Markierungen hier. Moment, wie komme ich da hin? Wenn ich hier lang gehe, bewegt sich da was? Nein. Dankeschön. Oh lala. Ah, hier waren wir doch auch schon. Wahrscheinlich werden uns hier halt dann die Sachen angezeigt, wo wir nicht rein können. Aber jetzt hätten wir ja die Dietriche. Genau, wobei Anti-Tschernobylit-Brenner haben wir eben doch keinen. Ärgerlich. Gut, gehen wir mal ganz in die Richtung, würde ich vorschlagen. Dass wir diese 200 Meter hier mal machen. Und gucken, was das ist. Ein Fragezeichen klingt immer interessant. Und dann möchte ich dann relativ schnell zurück zur Basis. Ah, ja gut, jetzt haben wir ja die Hilfe. Jetzt haben wir ja die Triche, wollte ich gerade sagen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Knarre nehmen. Nein, wollte ich auch nicht. Auf der 5 habe ich die Knarre. Jetzt verbinden wir uns noch. Genau, dich habe ich gesucht. Wo ist die Wache hin? Ist es nur eine? Gleich stehe ich vor ihr. Sehe nicht. Ganz Vorsicht. Da. Die Frage ist, ist das der einzige oder patrouillieren hier noch andere? Jetzt teste ich aber die Knarre mal.
Das sind mehrere. Sag mal, die Schrotflinte. Oder wie viele sind das? Oh, gleich erleben wir, glaube ich, was passiert, wenn wir tot sind. Eieiei, kann ich hier nochmal kurz? Also hier mit die Schrotflinte überzeugt mich dann aber gar nicht. Gibt's ja wohl nicht. Das bringt so nicht. Ich muss mal den hier und dann muss ich mal schnell... genau, Adrenalin. Nein, nicht entfernen, weil ich wollte es dann nehmen. Ich habe automatisch Rechtsklick gemacht. Ah. Jetzt habe ich wieder die Pistole automatisch gezogen. Wo sind sie? Ja, schießt ihr mal, dann habt ihr irgendwann keine Munition mehr. Ich sehe den mal wieder nicht. Da. Okay, einen habe ich. Wie geht's uns? Wir wurden, glaube ich, auch getroffen. Aber wie viele sind das denn? Ich glaube, ich habe mich hier tatsächlich im Wespennest reingesetzt. Was habe ich denn jetzt da zuerst wieder getroffen? Come on. Revolver? Nee, wir brauchen nochmal Medizin. Soll ich jetzt nochmal? Ja, ich muss fast. Moment, das hat ja hervorragend geklappt. Jetzt... Hat's geklappt? Habe ich die... Nee, hat nicht geklappt. Zack. Verwenden. Warum kann ich die jetzt nicht mehr verwenden? Ach, weil ich bin ja voll gesund. Die Rüstung ist wieder im Eimer. Okay. Aber ich muss sagen, die Pumpgun überzeugt mich dann doch nicht so. Habt ihr das gesehen? Man trifft da mit dem Ding gar nichts. Ich meine, der war 5-6 Meter entfernt. Also das kann jetzt nicht massiv gewesen sein, von der Entfernung her. So, alles mitnehmen. Das war jetzt tricky. Dahingehend, das hätte auch in die Hose gehen können. Ich habe nicht umsonst gesagt, jetzt erleben wir vielleicht zum ersten Mal, was passiert, wenn wir sterben. Ja, dann werden wir einfach zurückgesetzt, wahrscheinlich zum letzten Speicherpunkt, nehme ich mal an. Gut, das hätten wir. Wir sind natürlich auch nicht gezwungen, das alles in einem Wisch irgendwie zu machen hier. Wisst ihr, wie ich meine? Wir können später wahrscheinlich nochmal hierher zurück. Wobei, dann hat man wieder nicht erfolgreich wahrscheinlich. Wir hätten nochmal... Ja, wir haben massiv nochmal viel Zeug. 170. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier wieder zurücklaufe. Weil ich kenne die Zeichen da oben nicht. Und dann wieder feststelle, wir kommen dort nicht weiter. Habe ich hier eigentlich schon gut geguckt? Ja, hier war ich doch schon. Da bin ich dann nicht mehr vernünftig raufgekommen. Aber hier ist nochmal was. Weil wir haben jetzt ordentlich was gesammelt. Also so ist es nicht. Aber wir haben die Hauptmission wahrscheinlich nicht gelöst. Aber wir haben die Welt schon wieder vor zwei Soldaten sozusagen. Oder von zwei Soldaten befreit. Wird gespeichert. Okay, aber hier oben. Ja, 68 Meter. Okay, nochmal in die Richtung und danach würde ich sagen, gehen wir dann da zurück zur Basis langsam. Hier waren wir auch schon bei den Teilen. Definitiv bei diesem Werk. Da kann ich tatsächlich rauf. Sehr cool. Kann ich auch wieder irgendwie hier so runterhüpfen? Ja. Einfach damit man es weiß, wenn wir angegriffen werden. Ja, hier ist nichts mehr. Ich würde sagen, wir düsen zurück. So, schauen wir mal an der Basis, was wir machen können. Wir haben jetzt doch ein paar Einzelteile erwischt und trainieren sollten wir mal wieder und so weiter. Das wäre auch sehr wichtig und ein bisschen regenerieren. Wir haben jetzt doch Feuergefechte gehabt, die uns dann auch ein bisschen Energie gekostet haben. Also Energie ist gut. Die uns Leben gekostet haben. Das konnten wir wieder regenerieren mit den Medis. Aber unser Schutzschild, unser
Schilddingens ist nicht unbedingt ideal. Mission fehlgeschlagen, alte Dokumente. Er hatte Erfolg, okay. Da kriegt er Brötchen als Belohnung. Das ist schön. Ja, normal, normal. Würde ich vorschlagen. Sehr gut. Dann haben wir das. Jetzt mal gucken. Habe ich jetzt Io gesagt, das ist Oliver. Aha. Okay, wir sind zu Hause. A casa. Sehr gut. Dann gehen wir da nochmal schnell runter. Wenn ich es jetzt gerade finden würde. Ihr ahnt, was kommt. Genau, jetzt geht er wieder auf die Suche nach seinem Laserteil. Objekte herstellen. Das wäre doch eigentlich hier. Waffenbank, Rüstungsbank, Behälter. Ach, die Rüstungsbank. Moment. Welches ist denn hier die Rüstungsbank? Weil da könnte man natürlich mit der Rüstung entsprechend was machen. Das ist die Rüstungsbank, Werkstation. Jawohl, Rüstung. Okay, kann ich da noch was machen? Schwach und unbequem, eine Tarnrüstung. Und hier haben wir die Metallplatte. Da sind wir. Das haben wir aber, glaube ich, schon. Ich würde das Teil hier aber gerne mal versuchen. Ja, machen wir. Zack, dankeschön. Dann sind wir mit Sicherheit ein bisschen besser getarnt. Aber eben die... An der Werkbank hieß es, dass man dort Dietriche herstellen kann. Guck mal hier, das ist noch die Knarre. Warum kann ich denn hier... Moment, wählen zurück. Warum kann ich hier die Pumpgun nicht ein bisschen modifizieren? Das geht nicht. Das geht tatsächlich nur so mit dem Teil. Und das haben wir eigentlich mehr oder weniger alles gemacht. Was wir hier machen können. Schauen wir hier mal nochmal rein. Das geht nicht. Hier ist halt nichts. Hier ist kein F. Ich kann hier kein F bedienen. Gut, bringt mich zurück zum Gedanken oder zur Idee, dass wir das Laserdingens brauchen. Und das finde ich jetzt natürlich wieder nicht. Werkzeuge. Labor. Ja, hier ist es eben auch nicht. Ja, genau, ungültiger Ort. Das macht nichts. Ein Rollbieger. Was macht der denn? Verarbeitet und formt Weiche. Produziert Gasmaske, Gasmaskenfilter. Ja, auch nicht schlecht. Brauchen wir natürlich auch irgendwann. Eine Kochstelle. Strahlungskammer. Werkzeuge. Okay. Strahlungskammer. Das ist dermaßen viel krass. Was machen wir denn hier? Produziert Heilsalbe, Antistrahlungssalbe, Beruhigungssalze. Das ist sicher nicht schlecht. Sollen wir mal eine Feuerstelle bauen? Ich würde sagen, ja. Die stellen wir mal irgendwie hier hin. So, okay, gehen wir raus. Und dann schauen wir mal. Nutzbar. Beruhigungssalze, Heilsalbe. Heilsalbe ist sicher nicht schlecht. Kann ich das herstellen? Ja, aus Kräutern. Stell mal. Dankeschön, das wandert wahrscheinlich automatisch dann in den Inventar. Gut, haben wir das auch wieder gelernt. Aber ich finde gerade mein Laserding nicht. Ich werde das mal nochmal suchen. Oder sonst suchen wir es gemeinsam. Jetzt gehen wir mal kurz. Achso, nee, wenn ich jetzt den Tag beende, ist natürlich irgendwie Käse. Aber ich muss ja irgendwie speichern. Jetzt haben wir wieder das Problem. Wir haben mit ihm noch gar nicht geredet. Wir gucken mal, was er zu sagen hat. Wahrscheinlich, dass wir trainieren könnten. Ну, в целом без сюрпризов. Ты ведь многое пережил, да? Вот уж точно. С тех пор, как стал солдатом удачи, я много всякого дерьма повидал. Воевал с сомалийскими пиратами, повстанцами в Латинской Америке, как-то даже помогал с подавлением бунта на алмазном прииске в Африке. Тебе никогда не казалось, что ты делаешь неправильные вещи? Я никогда об этом не задумывался. Война — это все, что я знаю. К тому же тут все зависит от точки зрения. Для НАР плохие парни — это мы с тобой. Реакционеры, террористы. Ну, это уж ты хватил. Не беспокойся. Я помню, на чьей я стороне. И кто мне платит. Плюс мне еще предстоит свести счеты с тем уродом в черной маске. Окей, jetzt könnten wir trainieren. Nee. Wir machen das anders. Wir machen hier Escape. Kann ich speichern? Maximale Anzahl erreicht. Okay. Dein 1 Minuten alter Spielstand wurde gespeichert. Du kannst ihn jederzeit. Okay, dann haben wir das soweit. Weil, dann machen wir hier ein Päuschen.
und trainieren morgen. Da muss ich nämlich jetzt nicht schlafen gehen. Das ist ja gut, weil sonst beenden wir wieder den Tag. Und das geht zu schnell. Wir haben hier noch Sachen, die wir machen müssen. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sagen der Oliver und der Igor tschüss für heute. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.